Hallo Freunde, wir sind wieder bei den Sims und diesmal wieder bei den Stinkmans. Ein wunderschöner Morgen hier im Forgotten Hollow. Hase guckt Fernsehen, Kinderkanal. Es ist Mittwoch, 8.50 Uhr. Was macht Hase im Anthony Wohnzimmer? Geht schon wieder trainieren. Kinderkanal. Warum ist er nicht in der Schule? Ja, gute Frage. Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Ha? Grundschule besuchen, Junge. Jetzt aber mal zackig. Aber schnell. Yeah. Oh, guck dir das an. Ist das ein tolles Kind? Man klickt einmal und es tut das, was man will. Ja, was macht Zoe im Negligé draußen? Müsste die nicht eigentlich auch arbeiten? Die Schamgrenze ist etwas. Zwei niedrig. Stunden bis zur Arbeit, na okay. Gut. Hat sie denn noch Urlaub? 3 Tage, ja. Nee. Okay. Aber sie muss ja erstmal ein bisschen arbeiten. Zwei Stunden bis zur Arbeit. Ja, obwohl. Was arbeitet sie? Sie kann sich noch ein bisschen hier im Internet. Ja, weißt du doch. Nein, was sie da jetzt am Computer gearbeitet hat. Sie hat eben nur im Internet gesurft. Ach so. So, Anthony, was machst du? Fumu. Ah, ihr könnt Fumu machen, was auch immer das ist. Zeit für ein Techtelmechtel. Hä? Ah ja. Komm, wir laden noch schnell was auf Twitter hoch. Instagram. Ja, so ungefähr, das denke ich auch. Oh. Ich weiß zwar nicht, warum sie ihn immer noch kennenlernen muss. Ich meine, die beiden sind verheiratet, haben ein Kind. Zoe muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, okay. Also, wenn dann jetzt schnell. Ja, ich glaube, das schon. Von Vampirschwärmen. Zoe kann mal von Vampire, oder er kann auch von Vampiren. Er war's. Ah. Ratschen. So, dann kann sie sich mal langsam... Was passiert denn wohl, wenn er ihr eine schlüpfrige Frage stellt? Dann hat sie kokett, soviel ich weiß. Aber sie soll ja jetzt hier sich langsam mal anziehen. Zwischendurch. Genau. Kann sie sich auch mal was anderes anziehen? Sie kann auch was anderes sie anziehen. Was anderes aber, an. Das hat sie jetzt schon immer an. So. Ja. Jetzt hast du dein Abendoutfit an. Die Schuhe passen überhaupt nicht dazu. Nee. Die sehen lustig aus. Haben wir das kreiert? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten das einfach so gelassen. Du sollst... musst du jetzt nicht zur Arbeit gleich? Ja, gleich. In 18 Minuten musst du zur Arbeit. Na gut. Dann... Meine Güte, sie sieht aus, als würde sie gleich abstapfen wie ein Bauer. Ja, das tut sie wahrscheinlich dann auch. Womit ich jetzt aber nicht irgendwelche... hart arbeitenden Menschen in der Landwirtschaft nein, diskreditieren will. Nein, auf keinen Fall. dann geh doch jetzt mal arbeiten, Zoe. Ja. So, und jetzt zieht sie sich wieder um. Ja, okay, in dem Outfit wäre ich aber ja, ich wäre da auch nirgendwo hingegangen, nee. So, Anthony ist alleine. Dann geh erstmal auf den Pott. Muss er denn mal? Besser jetzt als dann zwischendurch. Kann er eigentlich dem Berkula auch was erzählen? Nee, kann er nicht. Er kann ihm einen Namen geben, mehr aber auch nicht. Kann ihn verulken. So, dann danach haben wir was im Kühlschrank. Würstchen und Bohnen. Dann kann er sich da mal... ein Gericht nehmen. Warum haben wir einen Plasmabeutel im Plasmabeutel von allerbester Qualität? Okay, vielleicht hat die Verwandlung von Zoe schon eingesetzt. Ja, nee, das glaube ich nicht. Ich meine, sie benimmt sich ja noch ganz normal und sie fängt auch nicht an zu grillen, wenn sie draußen in der Sonne steht. Also von daher... Was mich allerdings ein bisschen wundert, das ist ein Essen gekocht von Zoe. Ja, und aber es hat 6 Tage haltbar. Ja, einmal das und es hat ausgezeichnete Qualität.
So, wenn du gleich fertig bist, Anthony, dann denke ich, werden wir mal schauen, ob wir hier uns noch mal ein bisschen umgucken, um ein paar schöne Sachen zu finden. Na komm, iss mal auf. Na, mach mal. Iss schneller, Anthony. So, wunderbar. Und dann können wir mal schauen. Ja, hier. Lass uns doch mal den Graf besuchen. Warte, wir gucken. Wo ist er denn? Da sind ja die Da, Van das ist die Van Hardstones. Hardstones, da ist keiner zu Wie Hause. ist es, keiner zu Hause? Sind die schon wieder mittags ausgegangen? Nein. Was? Zu viele Was? Fehler. Der Boss von Zoe ist eine ziemliche Diva, doch die neueste Geschichte enthält einige gravierende Fehler. Soll Zoe Überstunden machen, um sicherzustellen, dass alles korrigiert und perfekt ist? Oder einfach nur die offensichtlichsten korrigieren? Na, sie kann ja mal fleißig sein. Der Boss ist beeindruckt, dass sie vielleicht sogar beim eigentlichen Schreiben um Hilfe bitten wird. Leistungsverbesserung mittelgroß. Na, also. So, wo ist denn jetzt der gute Graf? Da oben. Wow, das Anwesen hat sogar einen Vorplatz. Hier hingehen. Dann lauf mal los, Anthony. Warum bist du jetzt schon am Lesen? Naja. Hör mal auf damit. Lauf Der mal hat hier aber hin. riesige Wasserspeier. Ja, und hier sind. Ach, da können Meine wir nichts machen. An den Wasserspeiern auch nicht. Aber wir können hier hinlaufen. Und. Ach ne, wir müssen hier hinreisen. Residenz besuchen. Hey. Vlad van Hardstone, den wollen wir nicht mitnehmen. Ne, wir gehen Nicht? alleine. Echt? Hase nicht mitnehmen? Hase ist in der Schule, den können wir nicht mitnehmen. Wenn ich von der Schule abholen könnte. Nein. Er braucht noch ein bisschen. Na los. Kann Anthony jetzt mal den Grafen besuchen? Ich bin gespannt. Vielleicht wird Ja. er auch gebissen. Es könnte sein. Auf jeden Der Fall Grafe, kann er sich mal was Ladislaus anderes anziehen, wenn er schon. staunt. Was hat er denn Anthony, hier? Oh was ja, ist das? das ist cool. Ja. Ach du Kacke! Okay. An die Tür klopfen. Wollen wir doch Haben mal wir aber sehen. auch nicht kreiert, oder? Nee, das haben wir nicht kreiert. Boah! Ich hätte dem nie so eine Bratarschhose angezogen. Nee! Und schon Das sind war wir das Erste, drin. was aufgefallen ist, ne? Mir auch. Ja. Hallo, was für ein Anwesen. Wow. Und wo ist der Graf? Der liegt wahrscheinlich, es ist Tag, der liegt wahrscheinlich in seinem. Ach, dann lass uns mal Da, Moment. Der Graf ist inspiriert. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Ah, er sucht ihn. Ach, er geht nach unten. Alles klar, ja. Der liegt, wie gesagt, ich denke mal, der liegt in seinem. Na, da ist Da er. ist er. Freundlich vorstellen. Yeftime Abasani. Niborf. Niborf. Sibar. Na dann. Wayne Fabano. Sibara. Chita Buna. Hä? Kompliment übers Haus machen Jessene wir. Stimmt gut. Klonkas Vielleicht können wir ihm einen verrückten Plan Sibar. vortragen. Soy. Schlagen. Maypick Genau. Oh? Vadish. Sorbitel. Splorab. Got some Wir erzählen ihm noch eine Baboon. unglaubliche Geschichte. Grinehispala. Oh. Sawada. Mal Was sehen. würde denn wohl passieren, wenn wir ihn Ganginayada? bitten, Anthony zu verwandeln? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon geht. Doch, Ich das war glaube. eben. Simba Wand. Ich hab's doch gelesen. Magnus. Da. Da, ja. Mach mal. Esinoi. Frippisha. Quaba. Denka. Zip, 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 zip. Zamboom. Ja. Wunfix Ah, Blash Begoya. Ephedroi Yambara. Fredoi. Kumiao. Bouchard Flassel. Fool. Wir können noch einen Parfessé Polizistenwitz hinterher schieben. Schmoes. Was hat er denn jetzt gesagt dazu, dass Ja, wir. anscheinend nichts. Wir müssen ihn wahrscheinlich erst besser kennenlernen und uns wahrscheinlich mit ihm anfreunden oder wie auch immer. Oh ja. Sehr schön. Zuschauen. Jubeln. Hey!
Ja, komm, jubel nochmal. Boah, die Musik geht einem aber ziemlich offen. Allerdings. Hase ist jetzt ein Zweiergrundschüler. Gut gemacht, Hase. Donnerwetter. Oh, Hase ist zu Hause. Moment, was könnte der denn mal machen? Fähigkeiten aufbauen. Kreativität. So. Der Graf ist irgendwie nicht gut drauf, habe ich das Gefühl. Wir machen nochmal ein Kompliment über sein Haus. Versuchen ihn mal kennenzulernen. Ja, Kaba, das ist klar. Musikliebhaber, ja, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Redet Anthony jetzt echt übers Wetter? Oh nein. Ja, über sich selbst vor allen Dingen. Naja, sie wollen sich ja kennenlernen, da muss man sich ja vorstellen. Von neuer Show schwärmen, können wir mal. Den Vampir-Lebensstil loben. Ja, das machen wir mal. Ein Kompliment können wir ihm auch nochmal machen. Boah, das ist ein Schleimen auf allerhöchstem Niveau. Ja. Warte mal, wir schalten mal die Kontrolle auf den Hasen um. Nicht, dass der hier irgendeinen Dönikens macht. Er ist, was weiß ich, 10 und allein zu Hause. Ja, und ja, macht eben. Das ist Blödsinn. Ah, er hatte Hunger und hat sich gerade was zu essen geholt. Ja, okay. Ja. Das ist in Ordnung. Ist aber ziemlich kaputt, der Arme, wa? Ja, das... Ja, so ein Schultag schlaucht auch. Schultag ist anstrengend, auf jeden Fall. Wenn du gegessen hast, dann kannst du hier oben gleich mal hingehen und kannst deine Hausaufgaben machen. Boah, du bist unerbittlich. Der ist schon total müde. Ja, aber das ist nun mal eine Sache, die muss sein. Kann er nicht erstmal ein bisschen mit seinem Berkula kuscheln? Das kann er danach machen. Warum nimmst du dein Essen mit? Du sollst... Du hast gesagt, er soll da hingehen. Ja. Er ist ein folgsames Kind, der geht jetzt. Na gut, dann mach es erst und iss dann zu Ende. Ja, genau. Torobo. Gut. Dann bist du ja beschäftigt. Dann schalten wir die Kontrolle nochmal um auf Anthony. Gucken, was der noch, ob der sich jetzt hier mit dem Grafen schon ein bisschen besser angefreundet hat, oder? Ja, oh. Wie bitte? Er durchwühlt den Müll? Was denn jetzt? Anthony, hör auf damit! Ja, Rabla, du hast das da rausgeholt. Was sollte das denn? Nein, du spielst. Komm, jetzt. Ja, spiel mit dem Müll. Ja. Ja, und jetzt fühlst du dich unwohl, weil du total dreckig bist. Komm, schmeiß den mal weg. Ja, 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 und dann gehst du nach Hause und gehst duschen. Okay. Na. Er benimmt sich so ein bisschen wie ein... Geh nach Hause. Wie ein abgedrehter Fan, oder? Ja, irgendwie sowas. Irgend sowas. So. Boah, guck mal, der zieht aber eine Duftwolke hinter sich her. Die steht ja, ja, natürlich. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Dann geh jetzt mal nach Hause. Er joggt nach Hause. Ich habe auch das Gefühl. Das sieht ja schon richtig gruselig aus. Es sieht hier, richtig, ne? Cool aus, auf jeden Fall. Nebel, ja, es ist richtig toll gemacht, auf jeden Fall. Aber es sollte so langsam mal was passieren mit den Vampiren. Ja, Zoe ist immer noch bei der Arbeit. Sie kann mal noch die letzte Zeit fleißig arbeiten. Ja, Anthony, nun mach mal hinne. Geh mal nach Hause, der Junge wartet. Genau, schon Viertel vor 6. Du sollst nicht in anderer Leute Müll wühlen. Eben. So.
Dann komm. Komm nach Hause. Na Zoe komm müsste doch schon. jetzt auch gleich nach Hause kommen. Weiß ich nicht, sie hat ja Überstunden gemacht. Oh Ja. je, und es geht ihr echt schlecht. Ja. Ich fühle mich auch immer unwohl, wenn ich Überstunden machen muss. Man ist Allerdings. so müde, so hungrig, so kaputt. So, Anthony, du gehst jetzt sofort Duschen. duschen. Oh, geht nicht. Hase sitzt am Pott. Ja, komm, dann mach mal fertig. Und dann kannst du noch hier ein bisschen spielen. Und du gehst duschen. Von weitem sah das gerade ein bisschen so aus, als hätte Hase rote. Oh! Rote Augen. Oh, Zoe ist total angespannt. Ja, Es ist so ein viele Wunder, dass es Fehler. manche Leute so weit bringen, obwohl sie so viele Fehler machen. Ja, und sie hat Hunger. Okay. Ja, das kann ich völlig nachvollziehen. Was ihr mit denn? Wo ist sie denn? Sie ist noch nicht zu Hause. Die müsste. Die kommt jetzt gleich erst in einer halben Stunde. Aber sie leistet ausgezeichnete Arbeit, also es kann sein, dass sie befördert wird. Okay. Irgendwie fehlt mir für Hase noch ein Hase. Spielkamerad. Oder? Ja, den werden wir dann schon irgendwann kriegen. Du solltest eigentlich deine Hausaufgaben, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also unglaublich, dieses Kind. Wunderbar. Endlich mal wie im normalen Leben. Oh, siehst du, sag ich doch. Zoe ist befördert worden zu Bloggerin. 7 Euro die Stunde mehr. Wow. So, Simoleons dann. meine ich. Simoleons? Ja, öffnen. Wir haben ja noch einen. Kannst du dir ein Gericht nehmen? Okay, jetzt verdient sie zwar mehr Kohle, ist aber total angespannt. Ja, und Anthony, was Der willst ist du machen? okay. Nickerchen machen? Nein, dann. Deine Frau ist gerade von der Arbeit gekommen, hallo? Unterhalte dich doch mal mit deiner Frau. Nach Tag fragen. Hör auf damit. Du sollst. Nach Tag fragen. Tag verschönern. Hier, über die Existenz von Vampiren diskutieren. Mach mal. Ja, können wir auch. Was können wir denn noch machen? Kompliment über Outfit machen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, er ist müde. Ach so. Sup das Stevie. Ja, Sup das Stevie, ja, so ist das halt. Du bist eigentlich. Du bist Du total möchtest ein Glas inspiriert. Wasser nehmen, lass das mal lieber. Warum? Weil er dann gleich wieder pieseln muss. Ach so. Naja. Okay, ach, jetzt. Warum? Also, wenn du dich schon ins Bett legst, Anthony, dann schlaf doch. Genau. So. Zoe. Zoe ist da bestimmt auch müde, Ja, oder? die geht bestimmt auch gleich. Warum gehst du nach oben, um den Teller abzuwaschen? Kannst du mir das mal erklären? Naja. Vielleicht möchte sie ein Schaumbad nehmen und dann hat sie beides an einem Abwasch. Ha, Das ha, kann ha. sein, ja. Das war jetzt ein toller Wortwitz. Ah! Ja, das war gekonnt. Auf jeden Fall muss man einfach mal so behaupten. Okay, Zoe. Ja, genau. Zoe geht auch schlafen. Wo hat sie jetzt die Schüssel? Die hat sie abgewaschen. Das Oh verschwindet ja, dann. sie ist sehr müde. So, Hase, dann Und iss mal deine Würstchen. niemand bringt das arme Kind ins Ja, der Bett. kann auch alleine ins Bett gehen. Oh Mann, hat nur ein riesen Stofftier als Freund, muss sich ständig alleine unterhalten. Ja. Aber er hat sich auf jeden Fall in der Schule verbessert. Das wird wahrscheinlich morgen gleich wieder nachlassen, weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja. Aber gut.
Der ist echt immer klasse hier. Der räumt von alleine auf. Das, naja, aber danach kannst du jetzt mal ins Bett gehen, ne? Genau, deine Eltern pennen schon. Ja. Dann gehst du mal schlafen. Und wenn du dich ins Bett gelegt hast, werden wir die Folge beenden. Es ist zwar nicht so viel passiert, obwohl der Besuch beim Grafen war ja nicht schlecht. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, dass die Stinkmans irgendwann auf der Vampirliste landen. Schlaf gut, Hase. Ja, Träumerchen. Schlafsche. Oh je. Oh, Monster. Ja, das Monster taucht wieder auf, aber Ach, lass uns doch das. darüber muss Hase sich dann wohl in der nächsten Folge bei seinen Eltern beschweren. Denn die Zeit ist leider schon wieder um. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ein Abo wäre nicht schlecht. Nun macht schon! Ja. Und schreibt mal was in die Kommentare. Also, bis dann. Tschüss! Tschüss.